Ich will Liebe garantiert verklagen. Die Dating-Website? Ich war bei 986 Dates und bei keinem einzigen fand ich sowas wie Liebe. Sie hatten 986 Dates mit echten menschlichen Frauen? Dating-Seite? Das ist für einen Fall. Er ist der Mandant. Heißer Mandant. Ekliger Mandant. Dieser Fall wird kein fröhlicher Spaziergang im Park. Online-Dating kann so herzzerreißend sein. Keine Ahnung, hab's nie versucht. Was? Du kannst den Fall nicht gewinnen, wenn du davon keinen blassen Schimmer hast. Dann sollten wir dich onlinen. Für die Recherche. Ich bin nur bei 2 Dates gewesen. Beim dritten kam keiner und ich bin erschöpft. Echt jetzt? Ich weiß nicht, wie Nick das gemanagt hat. Es ist zwar hilfreich, aber auch etwas beängstigend, wie akribisch sie die Dokumentation all dieser Dates hier betreiben. Dass sie sich was über Katzen anhören mussten? Ja, sie hatte nicht mal eine Katze. Eine, die betrunken die Servicekraft bedroht hat? Die Backpfeife musste ich einstecken. Und hier war eine, die nur mit Eltern daten konnte? Ihr Dad war toll. Ich wünschte, ich hätte seine Nummer. Inhaberin von Liebe garantiert ist keine andere als Tamara Taylor. Wir haben einen Fall, das wissen Sie. Ich leite ein milliardenschweres Imperium. Wissen Sie, wieso ich Susan wollte? Nick, nein! Sie hat Charakter und Prinzipien und ein Gefühl für Anstand. Wir sehen uns vor Gericht. Boo. Starren die uns an? Jupp, alle. Wir hätten die Treppe nehmen sollen. Jupp. Hallo? Ich wollte nur mal sehen, ob Sie noch ein paar Dinge besprechen wollen. Arbeiten Sie etwa immer noch? Wieso? Ich muss sagen, normal ist das nicht. Nehmen wir mal an, der heutige Abend kriegt einen Episodentitel. Wie wäre der? Die ich nicht erwartet habe. Susan ist nicht wie die anderen. Ganz genau. Es gibt keine Garantie in der Liebe, Nick. Das ist es doch, worum es geht. Welchen Preis würden Sie zahlen, um Liebe zu finden? Es ist kein Risiko, sich zu verlieben, sondern es nicht zu tun.